Und wieder seht ihr mich zu einer Rezension. Und zwar wieder zu einem Buch, das ihr aus meinem Adventskalender vielleicht schon kennt. Und zwar geht es um das Buch von Caro Martini, Beim nächsten Mann links abbiegen. Ich glaube, das Buch ist sogar ganz neu erschienen. Muss ich mal gerade schauen. Ja, ist neu erschienen. Aus dem DTV-Verlag, der mir dieses Buch auch zur Verfügung gestellt hat für meinen Adventskalender. Und hier ist wieder so ein Aufkleber drauf. Tipp des Monats. Eigentlich mag ich diese Aufkleber ja gar nicht, weil die versprechen einem immer so, da hat man immer so hohe Erwartungen an ein Buch und so. Aber ich kann bestätigen, das ist ein Tipp des Monats. Ja, das ist wirklich ein geniales Buch. Ich habe es gelesen und fand es echt witzig und charmant und ja, einfach mal wirklich was Neues. Ja, natürlich ist es so ein bisschen Liebesroman-mäßig, aber eben nicht zu viel. In diesem Buch geht es um Lucy Stein, die ja unglücklich verliebt in ihren Chef ist, die ja mit ihrem Job mehr oder weniger zufrieden ist, ein Single-Leben führt, eine beste Freundin hat, die sehr viele Männer hat und die sich darüber beschwert, dass Lucy sich endlich mal ein Navi zulegen soll. Als Lucy dann auf einem Flohmarkt ist, wird ihr ein Navi angeboten und für sage und schreibe nur 10 Euro. Bis ihr auffällt, dass sie gerade mal 10 Euro dafür bezahlt hat für ein Navi und nicht mal weiß, ob es funktioniert, ist es zu spät und der Mann, der es ihr verkauft hat, ist auch schon wieder verschwunden und sie nimmt es halt mit. Probiert es dann aus und oh Gott, das Navi spricht sie mit Namen an. Woher weiß dieses Navi meinen Namen, denkt sie sich. Nehme ich mal an, dass sie das gedacht hat. Sie dachte es, also ich habe es gelesen, aber ja. Sie dachte es sich auf jeden Fall. Und egal, was sie jetzt eingibt ins Navi, das Navi führt sie eigentlich immer dahin, wo das Navi selbst hin will. Dadurch erlebt sie viele Abenteuer, erfährt Dinge, die, ja, die ihr das Leben leichter machen, nachdem sie erstmal ja, ärgerlich waren, aber die ihr das Leben nun leichter machen und sie kann halt gerade ausschauen und ja, das Navi bringt sie am Ende an ihr Ziel, auch wenn sie selber nicht wusste, dass es ihr geplantes Ziel war. Und hilft noch anderen Leuten im Buch, ihrer besten Freundin zum Beispiel oder auch ehemaligen Klassenkameraden. Also das ist wirklich ein sehr niedliches Buch, ein sehr schönes Buch. Es hat Spaß gemacht, das es zu lesen, weil es einfach, es ist zwar so leichte Lektüre, sage ich mal, aber ja, man kann es einfach genießen, das Buch zu lesen, weil es macht einfach Spaß. Wie ihr seht, ist es auch nicht allzu dick. Es hat 252 Seiten und kostet 8,95 Euro. Das ist gar nicht teuer für das Buch, finde ich. Ich habe jetzt irgendwie mit 9,99 Euro gerechnet oder so. Also ich finde es wirklich schön. Was ich ein bisschen, ja, worauf ich jetzt nicht so stehe, im Laden wäre ich wahrscheinlich dran vorbeigegangen, weil ich das Cover ja doch ein bisschen kitschig finde. Aber ich denke, die Leute, die das Genre, sage ich mal, öfter lesen, die werden auf das Cover stehen und denen wird das auch gefallen. Was mir bei dem Cover gefällt, ist die Schrift, weil die auch so locker leicht ist und ja, das gefällt mir wirklich gut. Empfehlenswert, mein Tipp des Monats. Ja, schaut es euch an. Bis dann. Tschüss.